money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Oh, die Villa. Fragt, naja, wer will denn Kyla überhaupt daten haben? Okay, warte. Leute, wir gucken uns das mal kurz gemeinsam an. Ja. Kyla, die ersten paar Sekunden, die ersten paar Sekunden. Das wird jetzt richtig aufregend. Okay. Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Cordula. Marie. Ulrike. Okay, mehr werden wir nicht verraten. Nee, 35 Sekunden. 35 Sekunden, Wahnsinn. 35 Sekunden haben wir gedroppt. Leute, sagt mal euer Gefühl, so, was was ihr denkt. Aber ich glaube, es wird ein sehr nices Format. Es wird eine sehr nice Runde. Kyla, was ist dein Gefühl? Das waren nur die ersten Kandidaten. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Aber es wird sehr nice. Okay, die Leute freuen sich auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Sehr nice. Sieht cool aus. Ich frage mich nur, ist es, das Skript ist aber so krass Klassenfahrtmäßig geschrieben, ist echt, oder? Ja. Also was heißt Klassenfahrtmäßig geschrieben? Wir haben das Format, also ist es qualitativer als Klassenfahrt, so von der Qualität her ist es besser geworden. Wir haben halt echt in einer sicken Villa gedreht in Zypern, so, also richtig nice geworden. Und darstellerisch ist es auf einem hohen Level. Und wenn du dir das Originalformat anguckst, das du ja tust, glaube ich, also du hast mir ja gesagt, dass sie das guckt, so. Wenn man Original Bachelor sieht, dann glaube ich, haben wir das relativ gut adaptiert und auch parodiert so. Also ich glaube, das ist den Ton trifft es ganz gut. Es ist halt wirklich witzig geworden. Also wir haben wirklich den Fokus auch auf Comedy gesetzt. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man acht oder sieben Intellektuelle sind. So, ne? Ist ja auch beim echten Bachelor nicht so. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ja. Die Leute vermissen dich auch als Kandidatin. Mich? Tesla kriegt den Butler. Nö, Kyla, mach nicht mit. Also die Leute wollen doch nicht, dass du mitmachst. Also Danny Shikes ist klar dagegen. Kyla, bitte Bachelorette. Kyla muss dann nächstes Mal Bachelorette sein. Ah. Jonas ist wieder weg. Ich grüße Max. Jawohl. Kyla muss mitmachen. Oh Gott. So, jetzt wird es ja endlich mal ein guter Stream. Jetzt wird es endlich mal gut. Ja. Jetzt geht der Stream los. Hallo Leute. Hallo Wutgemeinschaft. Ja. Hallo Scheiße. Joyce Benny, oh mein Gott. Ich glaube, das war nicht gut, dass ihr das gezeigt habt. Dass ihr das zeigt. Jetzt kann ich nicht warten. Verstehe ich. Und Max, liebe Grüße auch von mir. Endlich ist er weg. Ja, das denken wir gerade alle. Das war für uns alle sehr anstrengend, aber jetzt haben wir es übernommen. Das war schon immer mein Ziel, ganz YouTube-Deutschland auch zu übernehmen. Jonas, aber ganz ehrlich, wäre das ein Real-Life-Format und nicht Schauspieler, ich als Bachelorette. Ich wäre wirklich perfekt, oder? Na, das kommt auf dem Kanal Villa der Liebe. Doch, nein, safe. Ja, das wäre mega. Wäre katastrophal. Kyla, worum geht es bei diesen Formaten? Genau, es geht um Unterhaltsamkeit. Wenn es also katastrophal und das Schlimmste wäre, wäre es perfekt für das Format. Das wäre, also, boah. Ich würde doch ausrasten da. Das würde ich ja gar nicht. Ich würde so 10 mentale Zusammenbrüche haben, einfach weil ich die ganze Zeit von so vielen Männern umgeben bin. Kyla, die Leute sagen, ich sehe bleich aus. Ich sitze aber auch sehr vor diesem weißen Licht. Das ist, damit man seine Falten nicht sieht, Leute. Lasst ihn. Das ist ein sensibles Thema. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und ja, ich habe Schwierigkeiten damit, älter zu werden. Ja, das war 38, aber hält sich gut, muss ich sagen. Vielen Dank. In 2 Jahren kann ich dich dann auch Daddy nennen. Kannst du mich auch jetzt schon Daddy nennen? Scheiß Daddy, kannst du mich nennen? Du auf deinem Stuhl mit deinem Glas. Ich kann mich auch jetzt schon Daddy nennen. Vor allem mit diesem roten Licht. Ich sehe aus wie 24. Ich sehe aus wie 24. Siehst du das? Jemand, der immer beim Bier kaufen seinen Ausweis zeigen muss, sieht hier aus wie 24. Keiner würde jeden Typen auf den Mond schicken, wenn er damit macht. Ja, ist halt wirklich so. Kyla würde jeden Typen auf den Mond schicken, wenn sie da mitmachen würde. Das kann ich mir sogar vorstellen. Hast du eigentlich, du hast Klassenfahrt auch nicht mehr weiter angeschaut, oder? Du hast dich. Nee. Doch, alles war fantastisch, phänomenal. Die Oscar-Nominierung ist irgendwie noch nicht da. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Ja, die sind so ein bisschen. Die brauchen Zeit mit den neuen Medien und so, das kriegen die noch nicht so mit. Ja, nee, ist auch gerade wegen Corona-Krise schwierig. Ja. Das ist wahrscheinlich untergegangen. Ja. Aber, ja. Ja.
Keiner legt jeden flach. Was sagst du dazu? Wahrheit, ganz einfach. Jeden. Bin gestern 16 geworden. Schmiedinger Jonas, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Jetzt kannst du Bier kaufen. Ja, und Sekt und Wein.